Gago Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Whee! Ich bin Bomichi Dragon XD und ich habe auch keine Halsprobleme mehr und gehe jetzt mit einem Pilz in das hässliche Geisterhaus. Ja, und ich habe jetzt auch in dem Schifffahrlevel habe ich mir die letzte Starcoin geholt. Ich habe ja erklärt, wie die geht und dieses Geisterhaus ist Scheiße. Oder Abflussscheiße. Wie man es nennen will. Okay, da oben ist eine Fake-Tür, war es, glaube ich. Das war noch eine Fake-Tür. Keine Fake-Tür. Ja. Ach so, stimmt ja, das war das. Das war ein riesiges Türenlabyrinth. Und da gab es, glaube ich, für jedes Darkwing, glaube ich, irgendwie eine Tür. Dann noch eine Tür für Secret Exit und eine fürs normale Normal Exit. Und jetzt kommen wir erst zum richtigen Labyrinth. Aber hier waren, glaube ich, die Fakes. Falsch. Stirb doch. Fake? Ich glaube, das war auch ein Fake. Hilfe. Was war da los? Fick dich. Scheiß Geist. Fake. Münze. Stupid Coin. Warte, habe ich gerade das da gemacht? Ja, ich habe gerade das da gemacht. Hallo Scheinwerfer. Mich hätte es jetzt nicht gewundert, dass das auch ein Fake ist. Achso, jetzt bin ich wieder hier und da war bestimmt noch schon eine Starcoin. Und die werde ich mir jetzt auch gleich mal holen. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber ich habe keine Halsprobleme mehr. So, was haben wir hier? Hier kriegen wir noch eine Fireflower. Nicht mehr. Weil die Geister zu ungroßzügig sind. So, aber da haben wir die erste Starcoin. Das war so unlogisch. Deshalb habe ich sie auch nicht gefunden. Rob-dum-da. Rob-dum-dum-dum-da. Ja, hier, scheiß Musik. Weg damit, kann man in den Müll schmeißen. Das gehört in den Müll. Und das da ist die nächste Starcoin. Nee, das ist voll lustig, nee. Hallo Fischis. Das sind diese Fischis, die kennt ihr auch. Die wollen euch dann umbringen, wenn die euch sehen, dann fliegen die euch so hinterher. Und machen dann noch so. Aber jetzt haben die mich ja nicht gesehen, weil ich zu skillig bin. Zu skillig! Jetzt gibt es, glaube ich, erstmal ein paar Türen, die nur resetten. Also zum Anfang zurück. Und dann gibt es noch zwei Türen. Eins für Secret. Ich fall da auch noch rein. Warte, dich kriege ich da hoch. Ich kriege dich da hoch. Und ja, extremes Sprint. Mies. Da ging es andersrum rein. Warte, eine davon war fake. Okay, dann war es die andere, die fake war. Ein Buhring. Kennen wir ja gar nicht. Wir haben ja auch kein bisschen Mario World gespielt. Da sind sogar alle komischen Geister drin. Das ist der richtige Buhring. Geil. 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 Und die letzte Starcoin. Da ist, guck mal, den da mit der Zunge, den finde ich am lustigsten. Was? Da oben über mir. Da ist noch einer. Dann gucke ich nochmal, ob die Tür wirklich fake war. Wapta. Wapta. Bam, tam, 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 tam. Okay, die war wirklich fake. War mir so klar, dass da noch ein Notblock. Zum Glück gibt es hier in dem Spiel keine Notenblöcke. So, die da unten war fake. Gib mir Invisible Coin Block. So, und jetzt gib mir Tür. Ja, der steckte noch in mir drin. Geil. So, ja. Wir haben eine Feuerflower, mit der können wir noch mehr Licht machen. Licht. Ich mag Licht. Licht ist cool.
Nein, nein, nicht das Kapitel. Ja, wir sind jetzt in einem Labyrinth, wo sie das sich immer wieder verschiebt. Und wir können Licht machen. Ja, geil! 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 Ein Pilz, das war ein Leben. Geil! Du, ihr nervt vielleicht mal. Da ist bestimmt irgendwo eine Wein drin. Die führt dann bestimmt irgendwie zum Secret Exit. Da will ich hin. Dum, 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 dum. Rutschen! Warum geht es hier nicht? Nein, Geister! Geister! Wow, ein Leben. Rum, da, rum, da, da, da. Naja, ich gucke dann sowieso erst nochmal, wo das Secret Exit überhaupt hinführt. Ansonsten, ja, es bringt... Hallo! Es bringt mir eigentlich wahrscheinlich sowieso nichts, weil die Kanonen nehmen mich sowieso nicht. Fick dich. Ja, egal. Ja, ich nehme heute um 11 Uhr auf. Ja, es ist lustig. Und ich bin vielleicht noch etwas müde, aber... Ja, es gibt gar kein Secret Exit. Okay, doch. Okay, nein, es gibt kein Secret Exit. Naja, ist auch gut. Okay, ja, geil. Ich kann zum Schloss. Geil. Es ist aber noch ein Level vor uns. Und das können wir jetzt auch. Egal, wie. Einen Pilz nehmen wir uns, um dieses Level zu schaffen. Und jetzt gehen wir rein. Ich kenne das Level noch. Ich kenne es zwar nicht in- auswendig, aber ich kenne es. Ich glaube es... Ja, es war das. Scrolling-Scheiße! Geil! Geil! Wie bin ich jetzt auf... Geil! Komm, das heißt doch geil! Geil! Ja, hier sind diese scheiß Vögel, die sinken immer. Warum? Ja, den brauchen wir hier in dem Level. Klang. First Star Coin. Ich hoffe, in dieser Welt läuft es genauso gut wie in der anderen. Also wie in der Welt Number 4. Weil das war schön. Nein, mein Turnblock. Turnblock. Mario World. Kacke. Was, da bist du ja. Geil. Bah. 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 La 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 la. La 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 la. Ein Puff. Den sieht man auch gar nicht. Wo war nochmal der Invisible Eingang dazu? Gab's doch einen Eingang zu dem Puff. Ich will ja zu dir. Ach, Povi. Povi hab ich noch nicht. Goin. Hallo, Bullet Bull. Bullet Bull. Geil. 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 Alter, das war wirklich erst die zweite. Okay, der Block behindert. Da ist so ein Berg, da ist bestimmt eine Coin drin. Pow! Pow! Dann brauche ich bestimmt für eine Coin. So, jetzt. Die Stelle ist lustig. Hui. Hui. Och man, mit dem Puffblock kann Mario keinen Spin machen. Boah! Oh, ich hab die letzte Starcoin noch bekommen. Geil! Ja! Und hier gibt's voll ein cooler Geheimnis. Wenn man noch keinen Propellerpilz hat wie ich. Oder, ja, den Block kann man ja sowieso nicht mitnehmen. Gibt's da hinten noch einen Block? Geil! Und dann kann man hier einen One-Up holen.
So, dann fehlt uns jetzt nur noch das Big Castle von... keine Ahnung, wie er heißt. Mr. Horst. Oh, ich hab den Namen doch gesagt, als wir in die Welt gekommen sind. Ah! Nein, Pflanze! Ich hasse Schnupfen. Schnupfen ist scheiße. Da, da, da! Ja, ich hab's schon mal so lange in dem Kampf ausgehalten. Deshalb kann ich die Musik komplett. Ja, heute kommen wir wahrscheinlich noch in die geilste Welt ever. Boss Flames. Das ist das erste, was ich an dem Schloss nicht mag. Ganz am Anfang schon Boss Flames. Wow, was mache ich hier für geile Sachen? La 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 la. Boss Flame Nummer 15. So. Da haben wir Geheimnis Nummer 2. Das war sehr unwahrscheinlich, dass man es nicht sieht. Also ich habe es auch sofort gesehen. Das ist aber scheiße. Zu bekommen hier das Geheimnis. Geil! Ja, geil! Geil nicht! Nein! Scheiß Feuerphysis! Podoballs meine ich! Scheiß Podoballs! Ich hasse Podoballs, hab ich das schon mal erwähnt? Verdammt da! Dam, ja, geil! Drei Coins! Verdammt da! Verdammt da! Wow, geil! Geil! Scheiße! Scheiße! Nein, ich hatte noch keinen Midway Point, oder? Nein! Egal, wir können jetzt, wenn wir... Naja, ich kann jetzt, wenn ich schlau bin... den Propel Pearls behalten. Den Pellet. So, geil. 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 Heißt das? Das wird geil geschrieben. G-E-I-Ö-L. Geil. Geil. Dam da. Ram da. Ram da. Ram da. Ram da. Ich liebe diesen Trick, einfach Artbombe und dann einfach hochdrücken. Dann hält man sich wieder fest. Ist das nicht geil? Das ist so geil. Geil, ganz geil. So. Fick dich. Das geht aber trotzdem noch. Ich weiß es, weil ich es gerade geschafft habe. So, zweites Starcoin ist noch leichter. Hallo, meine Freunde. Versinkt alle in der Lava und sterbt. Fickt euch. Nein! Geil! Guck mal, die glotzen so lustig. Geil! Nein, wir sind tot und das ist nicht geil. Das ist... Nein! Scheiße! Scheiße! Geil! Und noch ein Pelz. Weil das Wort einfach so lustig ist und ich Pelze mag. Vor allen Dingen Soße aus Pilzen. Ist lecker. Nur schade ist, dass man da nicht so wächst wie Mario. Stellt euch mal vor, wie, ihr würdet jetzt irgendwie Schnitzel mit Pilzsoße essen und dann würdet ihr einfach so wachsen. So. Geil. No.
geil! Das war doch mal geil! Das war geil, ja. Geil! Geil! Heißt das? Das heißt geil! Geil! Ich sollte etwas lauter sprechen, weil mein Mikro sonst wieder irgendwelche Probleme hat und mich nicht laut aufnehmen will. Und ja, ich sollte lauter sprechen. Wie gesagt, nein, egal. La, la, la. Okay, diese Welt war leicht. Die war, finde ich, auch cool, vor allen Dingen, weil ich sie in zwei Parts geschafft habe. So, jetzt kommen wir wieder zur Scheißstelle. Ja, und warum sind hier immer noch Boss Flames drin? Ich hasse Boss Flames. Boss Flames sind so kacke, kacke, Abata! Butter, Butter. Ich hab hochgedrückt, Warum hast du nicht hoch angenommen? Vielleicht brauche ich ja noch für den ganzen Part für dieses Schloss. Ja, wir sind jetzt bei Part 17. Und im Moment läuft es eigentlich mit meinen Let's Plays ganz gut. Also ich habe noch einen Tag so 19 Aufrufe und das ist eigentlich schön für mich. Ich hätte nur noch gerne noch ein bisschen mehr. Nur geringfügig, nur so 1000. Nein, das ist jetzt schon wieder... ja. Also es ist schon schön, aber ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Zuschauer. La 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 la. Ich frag mich, warum Nintendo so nah aneinander die Star Coins ja hingeklatscht hat. Da. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt haben wir einen Vorteil. 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 So, ja. Ich bin ein Depp. Ich habe doch hochgedrückt. Warum erkennst du das nicht, du blöde Wie? La, 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 la. Langsam kriege ich bei diesem Schloss eine zu viel. Und bei der Musik von der Overworld werde ich wieder happy. Und jetzt wird's wieder scheiße. Scheiße. Dam, dam. Aber die Musik ist immer noch cool. Die ist voll episch. Die ist fast so episch wie von Mega Man 2, die Wily Stage. Nicht ganz so episch, aber episch. Was war das? Wie geil. Davon kann man ja einen Spin-Jump machen. Okay, das sollte ich nicht nochmal machen. Ich wäre gerade fast gestorben. Proto Ball, fick dich. Propeller Mushroom. So, ich sollte da landen. Auf der Säule da. Und dann sollte ich das tun. Und das. Und das. Und dann drückst du das. Und dann drückst du das. Und das zu tun. Und dann machst du das. Und dann machst du das. Und dann machst du das. Und dann gehst du da rein. Und dann machst du... Was? Seit wann gibt es hier 600 Sekunden? Custom Time Limit. Dann gehst du da lang. Da lang. Dann springt ihr da runter und dann springt ihr in den Tod. Dann wartet ihr auf die Protoballs und dann springt ihr da ran, holt euch die Star Coin, wartet auf die Protoballs und dann macht ihr das und dann habt ihr immer noch einen Propeller Bros, mit dem ihr tolle Sachen machen könnt. Und deshalb springt ihr jetzt da runter und drückt gleich die Oben-Taste, damit ihr nicht gleich wieder verleckt. Wow, krass, das war knapp. Jetzt hätte ich gerne wieder mal ein Safe State, weil die Stelle zu scheiße ist. La, 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 geil, die kann ich ja einfach überfliegen. Geil! Dam, dam, dam. Wir neigen, das Level neigt sich schon dem Ende. Nicht, wir haben ja gerade mal den Midway Point. Das wollte ich jetzt nicht gerade echt machen. Komm wieder hoch! Geil, geil. Warum werden es jetzt mehr Feuer, ja, Boss Balls, Boss Flames, ja, Doppel Boss Flames, ja. Ihr seht, ihr hört doch bestimmt, wie meine, ja, wie aufregend ich das finde. Ja, Note Blocks.
Ich hab schon gesagt, Depp hab gesagt, dass es keine gibt in dem Spiel. Ja, es gibt Noteblocks, aber das sind sehr seltene Exemplare. Und jetzt kommen wir zu einem Scheißboss. Horst. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Horst, ja. Und, Horst ist ein lustiger Name, ja. Horst ist cool. Horst ist, ja. Und jetzt da, ja. Ja, Noteblocks. Yay, geil. Da, 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 da. Nein, gleich noch nicht. Ja, Chain Chomper. Da, 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 da. Okay, erster Treffer. Leicht abhauen. Nein. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Ja, das macht der Chain Chomper. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Geh doch sterben. Geh sterben, Horst. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Der ist zu funky, ey. Ha! Chain Chomper, du bist tot. Und du bist auch tot, wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Du lidi lidi du, du lidi lidi du, du lidi lidi du. Brush me! Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Okay, und ja, nochmal ein Info zu den Text gestern. Mir war wirklich langweilig. Ja, diesmal kommt kein Chip-Level von Bowser Junior. Von JL. Aber jetzt kommen wir in die geilste Welt ever. Es war doch, glaube ich, so. Ja, jetzt kommen wir in die geilste Welt ever. Wait! Da! Ja, hat perfekt geklappt in Welt 5. In zwei Parts. Wunderbar. Und jetzt kommt Welt 6, die geilste Welt ever. Die Leben auffüllendste Welt ever. Und überhaupt, ja. Meine Lieblingswelt. Mein Lieblingsboss. Meine Lieblingsgegenstände und überhaupt mein Lieblingslevel ist hier auch vorhanden. Das ist nicht mein Lieblingslevel, das ist scheiße. Das mag niemand. Pelz. Sinnlos. So, jetzt mache ich noch was Sinnloses. Ah! Hallo. Geil, geil, geil. Diese Welt ist so geil. Geil, 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 geil. Wow, wow, wow. Hallo, Koopa. Hallo, Bullet Bulls. Und hier kommt zum ersten Mal richtig der Monty Maul ins Game rein. Und ich mag den Monty Maul, der ist voll funny. Der mault immer so, der Monty Maul. Der mault immer so, Mann, bin ich lustig, haha. Ha. Ja, und die Bullet Bills sind so derbe viele Leben. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir ins Ziel kommen. Aber ich werde euch gleich sagen, ich glaube, ich finde nicht alle Star Coins in einem Versuch. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Schnupfen. Scheißdreck. Ponk. 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 Hallo. 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 Ihr seid scheiße. Fick dich. Also ich schätze, da oben ist dann wieder eine starre Coin. Und hier kriegen wir ein Großmachtteil und eine Eisflower. Schab! Ja, geil, ich kann mal den Pilz aufheben. Geil! Starcoin Nummer 2. Warum ist der geile Plattform gekommen? Kann mir das mal einer sagen? Da, da. Da, da. Okay. Geil. Da. 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 Ba, ba. Hey, Koopa, geh sterben. Ba, ba. Ba, da, da, ba, ba.
Entweder habe ich jetzt das Secret Exit gefunden oder die erste Starcoin. Da. Achso, nee, das war diese Kacke. Die mal gar nichts gebracht hat. Was? Warum haut ihr mich weiter nach vorne? Ich will nicht weiter nach vorne. Ich will zurück. Ich will einen Bullet Bill Jump machen. Nicht. Ich will nicht sterben gehen. Ich will diese Starcoin. Ich will jetzt auf Starcoin-Suche gehen. Geil! Ja, Leute. Ich mache jetzt eine Starcoin-Suche. Und suche mir jetzt hier die Starcoin. Fick dich! Fiktisch. Nein, mein letzter Pelz. Ja. Gag. Gag. Komm ich dann nochmal rüber? Warum kann man davon nicht normal abspringen, Mario? Du bist zu blöd, um davon normal abzuspringen. Jetzt bin ich klein. Weil Mario zu dumm ist, um von dem Teil richtig abzuspringen. Ach egal. Ich hole mir jetzt einfach die Viere Floffe. Den Mushroom. Ha. Lege einen gekonnten Bullet Bill Jump hin. Und versuche einfach mal nicht zu sterben. Und der Versuch nicht zu sterben ist fehlgeschlagen. Ja, jetzt muss ich irgendwie... Idee. Ich brauche den Bullet Bill nochmal, der da unten so geflogen ist. Der so funny war. Der voll lustig war, ne? Der war so lustig, ey. Danke, dass du den geschossen hast. Und danke, dass er mir hinterher fliegt. Und nicht einfach mal aus dem Bildschirm verschwindet, ne? Ja, danke dafür. Das war dumm. Deshalb töte ich mich jetzt auch selbst. Ach, wischte Wett, Leute. Leute. Ich bin... Hab grad was Dummes gemacht, aber egal. Ich hol mir jetzt einfach den Pelz, nimm mir die Starcoin und rushe einfach mal durch das Level. Ja, ich will mich nicht so lange mit dem Level aufhalten. Och. Fick dich! Ach egal, ich nehme jetzt einfach meinen Propeller-Pulse. Ich weiß, dass es sinnlos ist, aber ich nehme ihn einfach, weil es funny ist. Und jetzt nehme ich den Propeller-Pulse. Jetzt habe ich einen Propeller-Head. Und dann nehme ich den Propeller-Pulse, gehe ins Level, weil ich nur noch 2 Minuten habe, um dieses Level abzuschließen. Und ich wollte es ja noch abschließen. Aber nicht mit allen Starcoins, weil ich das sowieso nicht mehr schaffe, weil ich sowieso nicht mehr die letzte finde. Die erste. Die letzte, weiß ich, habe ich so ein Gefühl und habe so eine Ahnung. Und was war das für eine Kacke? Ich habe doch geschüttelt und Mario hat sich nicht bewegt. So, da oben will ich rein. Schieß mal den Ball, Bill. Danke. Kacke. Schieß nochmal den Ball, Bill. Danke. Okay, dann schieß mal den anderen Ball, Bill. Nein, nicht den anderen, habe ich gesagt. Ich habe runtergedrückt. Danke für den Bullet Bill. Dreck. Schieß nochmal den Bullet Bill. Nee, dich will ich nicht. Du bist gay. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Wisst ihr was? Ich hole mir das einfach doppelt. Ich will das jetzt haben. Was mache ich hier überhaupt gerade für eine Kacke mit dem Propeller Pulse? Och,
spritzt dich. Okay, da oben geht's nicht rein. Ach, das war die Röhre. Oh Mann, jetzt habe ich nochmal den Propellerpuls verschwendet. Was ist das für eine KG? Kann mir das mal jemand sagen? So, jetzt kriege ich aber sau viele Leber. Außer wenn ich jetzt noch zu viele Bullet Bills kille. Fick dich. Wow, ein Leben. Wie soll ich damit die ganzen Bullet Bills überleben? Scheiße. Ja, ich muss das Level jetzt schnell abschließen. Wirklich schnell. Da oben kommt man bestimmt irgendwie ran mit einem Propellerpilz oder so, aber... Nee. Ja, Leute, das war's dann für heute, würde ich mal sagen, mit Let's Play New Super Mario Bros. Oui! Ich bin Baumenji Dragon XD. Und ja, dann würde ich mal sagen, werde ich euch morgen die anderen beiden Starcoins hier zeigen. Das Level und wahrscheinlich auch dieses Level. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Ja.